Es ist Zeit für jeden. Zeit für dich und Zeit für mich. Das eigene Leben zu leben. Und nicht so viel Zeit für andere verschwenden. Nicht mit Hilfe, nicht mit Lernen, nicht mit Zuhören. Sondern einfach Schritt für Schritt, wie in der Kindheit. Alles anfassen, alles ausprobieren. Alles essen, trinken, was uns Spaß macht. Tun ja doch sowieso. Aber mit Zwang, mit Gruppenzwang meistens, mit Angst, mit einer Sucht, weil wir unsere eigenen Gefühle nicht beherrschen, unsere eigene Lüste nicht verstehen, nicht kontrollieren können. Ist das so? Das ist so. Das ist so. Gib's zu, das ist so. Weil es bringt gar nichts, etwas zu verschweigen, etwas totzuschweigen. Es stirbt sowieso nicht. Wenn der Mensch nach dem Tod nicht stirbt, muss sein Körper verwesen. Das ist ein Körper, ein Avatar. Das ist wie eine Hülle, wie ein Gewand. Du bist mehr als das, was du da siehst. Du bist mehr als der Gedanke, den du nicht siehst. Heißt die Worte, die man übermitteln kann, mit allen möglichen Dingen, ohne sie zu hören, die du nicht bist. Die du nicht bist. Die Worte und die Gedanken. Was bist du dann? Was bist du dann? Bist du vielleicht ein Geist? Ein Geist? Bist du vielleicht ein Wesen? Vielleicht ein Mensch? Vielleicht ein Kind? Ich würde damit anfangen, in dem, was du mal warst, was du gefühlt hast, was du dich, womit du dich identifiziert hast, womit du dich gesehen hast, wo du dich wahrgenommen hast und zufrieden warst. Nicht immer, aber meistens, wenn du das warst, was du bist. Wenn du nicht geschädigt warst durch das Umfeld. Das passiert sehr stark und das ist eine sehr schädigende Wirkung, egal was es ist. Falsche Ernährung, Zigaretten, Übermaß an Drogenkonsum und so weiter. Ja. Auch falsches Essen, einfach Medikamente gehören auch zu Drogen. Und das will ich unterstreichen. Unterstreichen. In erster Linie meine ich Drogen. Diese chemischen Drogen aus der Apotheke, die meine ich. Denn die anderen Drogen, das Marihuana oder Pilze oder sonst noch was, das es so gibt, massig weiter. Es gibt eine ganze Enzyklopädie der psychoaktiven Substanzen, 1000 Seiten. Dr. Hirsch. Dr. Hirsch. Ist alles legal, ist alles offiziell. Bloß, wieso wird das verboten? Wieso wird das ausgestrichen aus der Gesellschaft? Wieso wird das schwarz markiert und ja, verbrannt? Wie ein Zauberer. Weil es vielleicht hilft. Weil es vielleicht nötig ist. Weil es vielleicht den Geist befreit. Weil es vielleicht dem Kind die Möglichkeit gibt, in dir, wenn du ein Mensch bist, mit den Dämonen klarzukommen. Du darfst keine Angst haben. Weil die Angst, die spiegelt sich, schaukelt sich hoch. Was gibt es hier Kompliziertes zu verstehen oder zu erklären? Das ist aus der Praxis gesprochen. 40 Jahre ohne Drogen. Ohne chemischen Drogen, ohne natürlichen Drogen. Ohne psychoaktiven Substanzen. Habe sie nicht kritisiert, habe sie nicht genommen. Ohne Alkohol, ohne Zigaretten, ohne Fleisch, ohne Fisch. Das sind auch Drogen, ohne Süßigkeiten. Ohne Limonade, Cola, Fanta. 20 Jahre ohne Zucker. Ohne Salz, als Vegetarier, als Rohköster, die meiste Zeit. Mit frischer Luft, mit frischem Wasser, Kokosnuss, ja, hauptsächlich einige Jahre. Und Südfrüchte. Kommt man da nicht zu seiner Besinnung, zu sich selbst, findet man sich da nicht selbst, wenn man sich sucht. Kommt man nicht bei der Quelle an. Und das bin ich. Aber es war nicht genug. Zu allerletzten, 2017, habe ich endlich noch mit 40 Jahren, habe ich Marihuana ausprobiert. Es war so, als ob es jetzt sein muss, so wie man in die Schule geht ganz plötzlich und sagt, okay, jetzt ist an der Zeit. So war es doch, nimmt dich jemand an der Hand und sagt, so jetzt gehst du, dann geht man mit, wenn man eine gewisse Sicherheit, einen gewissen Frieden hat, ein gewisses Bewusstsein hat. Da war ich soweit und ja, meine liebe Elvira, ja, aus Russland, eine Ärztin, eine dreifache
Ausrichtung, Ausrichtung, ja. Aber in der Kosmetologie tätig. Ja. War da in Thailand zu Urlaub mit ihrer Mutter und ich war als Guide auf einem Boot und morgens habe ich sie als erste aus ihrem VW Toyota Bus aus dem Hotel Taxi-Transport begrüßt und zum Frühstück geführt im Hafen von Phuket in Thailand. Und habe sofort gewusst, das ist die Frau, ja, der ich mein Herz öffne. Man öffnet ja nicht jedem das Herz. Das Herz spricht selber und man hört es dann und man hindert nicht, man sollte nicht. Und ja, hat sich dann so ergeben, dass wir uns dann näher kamen. Und mit ihr habe ich das erste Mal Marihuana geraucht. Thailand, Krabi, auf einer Insel. Ayong, glaube ich. So eine rege Village. Unzugänglich mit Auto, nur mit dem Boot. Wo ich schon viele Male war, so Kletterparadies. Weltweit einer der schönsten Plätze zum Tauchen, zum Schnorcheln. Mit einer Lagune, mit einem Berg, inmitten eines Berges eine Lagune. Wo man nur sehr schwierig reinkommt. Mit vielen Dingen. Und da war ich schon viele Male mit Campen, mit Zelt, einfach so. Und hier bin ich dann das erste Mal im Leben am Strand zu Vollmond mit der Liebe meines Lebens. Und Mitternacht ein Joint, den ich selbst gekauft habe beim Einheimischen. Und gemerkt, wie chillig die sind. Und das erste Mal gesehen habe und mir bewusst geworden ist dann, was Slackline heißt und wie man darauf wandern und laufen kann. Was ich heute auch selbst tue. Und da will mir jemand sagen, dass Marihuana da nicht dabei hilft. Ein alter, vom Jahreszahl älter werdenden Menschen, aber im Geiste jünger werdend und jung bleibend als Kind. Kann es nur helfen, das ist doch THC, das ist doch psychoaktiv, so Cannabinoide, die da durch Cannabinoide ersetzt werden aus dieser Pflanze. Ihr solltet euch damit mal beschäftigen, die Paranoia überwinden. Ich kann nur sagen, es hat mir sehr geholfen, das ist ein Zeugnis, was ich hier ablege für diese Pflanze. Es hat mir viel Schwierigkeit gebracht, die ganzen Paranoia, der auf mich zukommt, weil ich im Bad bin, weil das ja da verstärkt. Ich habe es mir angetan, damit ich das studieren kann, noch weitergeben kann, mit euch teilen kann, was passiert und wieso es passiert. Man kann sich mit dem Christentum, mit der Bibel falsch beschäftigen, sich stark verbrennen und schädigen. Mit allem. Ein Messer in die Hand nehmen, sich verletzen, ja, oder eine Operation tun und jemand das Leben retten. Zerschneiden und zerschnitzen, das erschaffen oder das zerstören, das liegt ganz an uns, das ist die Entscheidung eines jeden. Und da liegt es kein Unterschied, ob man Geld in die Hand bekommt, der eine macht was damit, der andere zerstört was. Das Marihuana selber, wir sollten mal aufhören, alles zu verbieten. Und auf die zu hören, die nur diktieren, ihre Interessen verfolgen und das gegeneinander stimmen, miteinander streiten lassen und sich freuen. Wir sollten uns verbünden und eins sein in dem und uns einfach da unterstützen und nicht dazwischen reden, uns die Möglichkeit geben, uns zu organisieren, Gemeinschaften. Und das zu leben, was wir sind, tun ja sowieso heimlich. Und das ist ja das, was die ganzen Problematiken erschaffen. Wir erschaffen eine Welt, die verboten gefühlt ist. Für Kinder und Jugendliche, Ankömmlinge in dieser Welt. Und für die Spieler, die hier schon lange spielen, nicht aufgewacht sind, aber verloren gegangen sind. Gibt es die dunkle Welt, die mittlere Welt. Ich würde sagen, das Schleimige dazwischen, das Niemandsland. Da wo die Dämonen heimisch sind und tun, was sie wollen. Weil ihnen niemand was diktieren kann, nicht von oben, nicht von unten. Nicht der Teufel, nicht Christus. Weil sie tun, handeln lassen, weil sie Lehrer für uns sind. Für die, die sich hier nicht freiwillig befinden, sondern hier in der Erziehung sind. Ja. Weil sie sich ja nicht erziehen lassen. Und das ist die Tragödie, die es zu überwinden gibt. Ja, und die Quarantäne ist meiner Meinung nach diese Zeit für uns alle auf der ganzen Welt von Gott, dem himmlischen Vater, erschaffen. Und ich würde mal sagen, wir sollten mal beginnen, darüber nachzudenken, das Leben in Ordnung bringen,
Und dann ist es sicher, dass wir nicht mit dem Reichtum, mit dem Ballast da oben ankommen. Wir werden nicht mal aussteigen können, wenn die Entrückung stattfindet. Und sie steht vor der Tür. Das sind Sekunden. Sekunden, Minuten, Tage, Wochen, Monate. Ich zweifle, dass es Jahre sind. Und so sicher war ich mir noch nie. Und hier ist eine innere Sicherheit. Ja. Es kann sein, dass sich die Realität verzögert. Das passiert ja öfters bei uns, weil wir so unentschieden sind. Für manche ist es gut, für manche ist es lästig. Deshalb lassen wir mal die Zeit hier aus dem Spiel. Was passiert, das passiert, was passiert und was passieren muss, wird passieren. Und daran kann niemand mehr was tun. Wichtig ist jetzt noch, sich zu retten und das zu retten, was zu retten geht, liebe Freunde. Und nicht zu richten, die nicht zu richten sind. Denn da oben wurde schon gerichtet und hier unten findet das Gericht momentan statt. Ganz unmerklich für manche und ganz offensichtlich für andere. Deshalb sollte man vorbereitet sein. Denn es kann jeden Augenblick auch bei dir dran sein. Und da möchte ich einfach dir einen guten Tipp geben. Das geht ganz einfach. Man muss nicht viel tun. Man sollte nur sagen zu sich selbst, ich bin so, wie ich bin. Ich akzeptiere mich so. Und mit Sicherheit, ich glaube an den da oben. Ja, den da oben und den da in mir. Denn das ist der gleiche. Wenn du das sagen kannst, dann ist es schon mal ein Anfang. Und dann musst du begreifen, wer der hier in dir ist. Ob das dein Geist ist, ja, dein wilder Geist, ein böser Geist, ein böser Wolf, wie bei den Indianern, oder der gute Wolf, der gute Geist, der Christusgeist, der Gesalbte, das Kind in dir. Das ist das, was durch das der Christusgeist wirken kann, der Vater im Himmel, wie dir eins werden kann und die Liebe in dir erscheinen kann und die Quelle in dir ja, fließen kann und einen Überfluss erschaffen kann für dich selbst und auch für andere. Wenn du bereit bist zu teilen, wird sie fließen. Deshalb, es ist eine Zeit, die jetzt kommt, die alles verwandelt und alles verändert und man kann offen darüber reden. Denn was soll man verheimlichen, was da ist? Wieso soll man das, was nicht echt ist, für echt halten und das, was echt ist, für falsch erklären? Weil das die meisten so machen. Das heißt nicht, dass das ich dann auch so mache. Ich habe viel erlebt und mit meinen fast 44 Jahren in dieser Zeit, Abschnittsberechnung, die es hier so gibt, die mir absolut nicht passt, weil ich möchte nicht berechnet werden von der Zeit. Ich möchte das Leben genießen, nicht geteilt bekommen, sondern an einem Zug. Es ist mir kein Film, es sind keine Fotos, die ich in der Reihe schalte. Es ist keine Leinwand, es ist kein nachgespültes, sondern es ist echtes Leben, was ich mache. Es hat keine Risse. Es darf keine Risse haben, es wird keine Risse haben. Keine Verbote, keine Grenzen. Und das sollte klar sein, das sollte bei allen so klar sein. Und ich hoffe, dass das bei dir genauso klar ist, weil es sind nicht Worte, die ich spreche und mein Unmut ausspreche oder meinen Geist wild sprechen und darauf reinschlagen lasse. Es ist einfach die Notwendigkeit, das weiterzugeben, was ich zu sagen habe. Und so sage ich das, weil ich einfach unüberlegt darauf losrede wie ein Kind. Und aber dadurch, dass ich mir sehr viel Gedanken mache und tiefsinnig in mich gehe und verbunden bin mit dem Vater im Himmel und ein Friedensstifter bin, Lichtarbeiter, ein Lichtengel hier auf Erden, ein Menschen, ja, nicht von hier, nicht von dieser Erde, ja, geboren von der Erde, geboren durch Fleisch, aber im Geiste lebendig. Und das macht den Unterschied. Das sind die Kinder Gottes. Und Kinder Gottes gehört das Himmelreich und die Erde. Denn